liebe Videofreunde, ich bin jetzt hier bei AMB Reisemobile und zwar ist das in Kirchberg im Hunsrück und AMB Reisemobile existiert seit 1986, ist ein Familienbetrieb, also gibt es nur einmalig und sie führen die Marken Knaus, Mobilveta, LMC und Forster. Und ich stehe jetzt in einem Knaus Van TI auf MAN-Basis 640 MEG. Vansation heißt es. Und das Auto hat mir sehr gut gefallen, als ich hier reingekommen, muss ich ehrlich sagen, weil es ist also nicht so groß wie ein Wohnmobil, also nicht so breit und ist auch nicht so sehr lang. Ich habe mir das mal aufgeschrieben, die Daten. So, jetzt muss ich mal meine Brille anziehen. Und zwar, also der hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 4000 Kilo. Eine Länge von 6,89 Meter, also auch sehr angenehme Länge. Und die Breite ist 2,20 Meter, also nicht ganz so breit wie ein Wohnmobil und auch nicht ganz so eng wie ein Kastenwagen. Und die Höhe beträgt 282 Zentimeter, also 2,82 Meter. Schadstoffklasse ist natürlich Euro 6D. Ja, zur Grundausstattung des Autos hier, nee, das sage ich euch nachher. Ich sage euch nachher die Grundausstattung und dann, was es hier noch dazu gibt und was das Ganze kostet, das machen wir dann am Ende. Jetzt zeige ich euch erstmal das Mobil. Mir hat das sehr gut gefallen, als ich hier reingekommen bin, das Ambiente, also auch die Beleuchtung, schön warm und angenehm, auch von der Verarbeitung her. Es sind sehr große Fächer, man hat halt hier sehr viel Platz und es ist auch sehr tief, also da ist schon ordentlich Platz. Und ja, auch der Kühlschrank, das ist ein Tedford Kühlschrank. Und der hat, ich glaube, 137 Liter, ja, 137 Liter, also ordentlich groß. Da passt richtig was rein. Auch ein großes Eisfach. Sehr schön. Ja, Schubfächer, also natürlich Softclose, wie es ja fast überall ist. Schön groß, reichlich Platz. Und hier unten ist noch mal eine Klappe und da ist auch noch mal richtig viel Stauraum drin. Das ist sehr, sehr groß hier unten. Und hier unten, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt sieht, unter dem Kühlschrank ist auch noch mal so eine Klappe. Und da ist auch ordentlich Stauraum noch mal drin. Ja, schöne Küchenzeile, sieht gut aus, gefällt mir sehr gut. Zwei Flammenherd, was finde ich immer völlig ausreichend, weil man kocht sowieso nie mit drei Flammen. Auch eine schöne Armatur hier und ein schönes Becken. Das ist sehr dick hier, das ist gut. Also auch sehr massiv, liegt gut auf. Sehr gute Verarbeitung. Und noch ein kleines Gewürzregal. Ja. Ja, und hier hinten ist auch sehr viel Platz. Ich zeige es euch gleich noch mal ein bisschen von näher. Und man hat hier also auch zwei sehr große Stufen. Was allerdings ein bisschen ungünstig ist, muss ich sagen, man kann hier nicht aufrecht sitzen. Man donkt oben an. Also wer ein bisschen größer ist, der hat hier ein Problem. Wenn Michael dann früh morgens mal aufsteht, zack, hochkommt, dann wäre aber erstmal gleich der Kopf hier oben dran. Das ist ein bisschen, weiß ich nicht, ob man sich daran gewöhnt, keine Ahnung, das finde ich ein bisschen ungünstig. Aber ich zeige euch nachher auch, warum das so ist. Also es gibt ja immer Kompromisse, für das eine ist es gut, für das andere ist es nicht gut. Ich zeige euch nachher noch, für was es gut ist. Ja, die Stufen sind also auch fest, da ist keine Klappe unten drin. Wahrscheinlich ist da irgendwas verbaut. Ja, von daher kann man da also nichts reinmachen, aber ihr habt hier unten trotzdem noch jede Menge Stauraum, zeige ich euch gleich. Und man kann ja auch hier an der Seite was hinstellen. Also es ist sehr, sehr, sehr große Stufen.
Ja, hier sind dann die Kleiderschränke. Ich zeige es euch gleich nochmal von näher. Zwei Stück an der Zahl gegenüberliegend. Man kann Jacken reinhängen und ja, auch anderwertig halt eben nutzen. Ich zeige es euch mal. Ja, also die Lichtverhältnisse sind natürlich hier sehr schlecht. Auf jeden Fall ist hier ein sehr großer Raum. Wirklich, also tief und groß, wo man Garderobe aufhängen kann. Ja, und hier ist der Schlafbereich. Also das ist auch sehr schön gemacht. Auch vom Ambiente her ist sehr schön gemacht. Hier oben sind große, große Staubfächer. Die sind auch ganz tief und groß. Kann man also noch gut was reinlegen. Und da habt ihr dann noch mal drei Schränke. Ich gehe mal hinter. Ja, drei große Kleiderschränke für, ja, Garderobe oder sonstiges. Kleiner Vorhang ist auch da. Kann man sich so ein bisschen wenigstens schützen. Klemmt ein bisschen. Hier fehlt ein Teil, es klemmt ein bisschen. Aber man kann sich hier so ein kleines bisschen wenigstens schützen. Das finde ich ganz gut. Ja, und hier habt ihr nochmal die Vorrichtung für einen Fernseher. Also auch hier im Schlafbereich besteht die Möglichkeit, einen Fernseher anzubringen. Und habe ich es mir doch fast gedacht, dass man das hier auch nochmal hochklappen kann. Und da kann man jetzt mal reinlunschen, wie groß hier dieser Schrank ist, wo man Garderobe reinhängen kann. Und das geht auch sehr leicht anzuwenden, also super verarbeitet. Ja, und das ist das Bad. Ist auch sehr schön. Hier ist ein Schrank nochmal drin für Sachen zum Einstellen. Und hier habt ihr auch Fächer, wo man was reinstellen kann. Ja, und hier ist dann die Toilette, eine Tedford-Toilette, Chemietoilette. Ja, naja, gut. Also für uns ist es nichts. Also müsste umgebaut werden, dass man da eine Trockentrenntoilette reinmacht. Die Möglichkeit besteht wohl. Ich habe gefragt. Ja, und Waschbecken. Auch schön. Größer als unseres jetzt. Ja, und die Duscharmatur. Und ja. Ja, und eine Schiebetür. So, ja, und der Blick nach vorne. Also sehr viel Platz, auch am Tisch. Und ja, sieht auch schön aus. Sehr hell durch das Skyview. Also ziemlich groß, freundlich hier drin. Also es gefällt mir wirklich sehr gut. Und hier auch nochmal große Schränke. Dort hinten habt ihr Staufächer nochmal. Die sind halt nicht zum Aufklappen, sondern da kann man einfach sowas reinlegen. Fernseher. Ja, und was ich vorhin nicht gezeigt habe noch, ihr habt da auch nochmal so ein kleines Tischchen, wo man was abstellen kann. Ist auch sehr gut von der Verarbeitung. Das rastet gut ein und man kann es auch wirklich sehr gut wieder lösen. Ja. Was ich so ein kleines bisschen vermisse, ist ein Mülleimer. Ich bin schon froh, dass ich unseren Mülleimer habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber da kann man sich ja auch noch selber irgendwas dazu basteln. Das wäre jetzt nicht so das Problem. Und was ich auch gut finde, ist, dass die Sitze, ich weiß gar nicht, ob man das so sieht, sehr breit sind. Also man hat hier eine riesen Sitzfläche. Und das sitzt sich sehr bequem drauf. Ja, ich habe mich jetzt mal hier an den Tisch gesetzt. So, man sinkt richtig ein. Also es ist mordsmäßig viel Platz hier vorne. Das ist Wahnsinn. Und man sitzt echt super bequem. Und ja, hat also sehr viel Beinfreiheit hier auch. Also das finde ich gut. Das gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. So, jetzt gucken wir mal. Ich hatte mir das ja... Ach ja, den Tisch wollte ich euch noch zeigen. Kann man natürlich auch...
ausklappen. Dann hat man richtig viel Platz, also richtig groß. Super. Ja, und dann wollte ich ja noch mal drauf schauen. Und zwar, so, jetzt wollen wir mal die Daten hier durchgehen. Also, zu der Ausstattung. Also zu der normalen Ausstattung gehört ABS, Einparkhilfe, Kamera dazu, ESP, Festbett, Heckgarage, Klimaanlage, Markise mit Metallic, Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Partikelfilter, Radio, DAB, Rußpartikelfilter, Seitensitzgruppe, Servolenkung, Sommerreifen, Stoff, Tempomat, TV, WC, Zentralverriegelung, Chassis in Metallic, Indium Grau, 17 Zoll Leichtmetallfelgen, Fahrerhaus, Klimaanlage, Multifunktionslenkrad und Kompaktinterieur. Zur Sonderausstattung, das ist so wie jetzt dieses Modell hier ist, großes Herbst. Ach, hier steht großes Herbstfest. Das wollte ich euch vom 5. November 2023, ne, das ist schon eine Weile her. So, jetzt kommen wir zur Sonderausstattung. Also, 130 kW, 177 PS Automatik. Auflastung von 3500 Kilo auf 4000 Kilogramm. Sat-Antenne, Antennenpaket, 27 Zoll Smart TV, Markise, 3,55 m x 2,50 m, Einstiegsstufe elektrisch, Ausstellfenster 70 x 40 m, Heck links, Rahmenfenster, Seits, Aufbau, Tür exklusiv, Spannbetttuch, Set, Pass, genau für die Matratzen, TÜV und Brief, ja, und dann wie immer Transportkosten etc. So, das Auto kostet... Also mit dieser Sonderausstattung 92.007 Euro. Und jetzt gab es hier einen Aktionsrabatt und der gilt wohl auch noch. Das war wohl zu den Herbstausstellung hier, Herbstmarkt. Und der gilt noch. Und zwar ist das ein Aktionsrabatt von 12.119 Euro. Das heißt, das Fahrzeug, so wie es hier steht, kostet 79.888 Euro. Das ist also, finde ich jetzt, kein schlechter Preis. Jetzt gehen wir nochmal raus. Jetzt zeige ich euch nochmal, warum man da oben... Ja, also nicht so viel Sitzhöhe hat. Das möchte ich euch noch zeigen. Das hat einen großen Vorteil und den möchte ich euch nicht vorenthalten. So, ihr Lieben, und jetzt kommt nämlich der Grund, warum es da nicht so viel Sitzhöhe gibt. Und das ist die richtig hammergeile große Garage. Also hier passt ordentlich was rein. So, und jetzt zeige ich euch nochmal die Garage so ein bisschen von innen. Also man hat wirklich sehr viel Fächer. Da hinten ist die Elektrik. Hier oben auch nochmal ein großes Fach. Hinter der Elektrik dort, da ist auch nochmal ein Staufach. Und ja, also das ist schon eine feine Sache. Ja, also das ist wirklich eine echt super Geschichte, wirklich groß die Garage, und das ist natürlich der Grund jetzt, warum die Sitzhöhe im Bett nicht so hoch ist. Ist man für den Kompromiss bereit? Also ich glaube, dass man sich vielleicht daran gewöhnen könnte, dass man nicht zackartig hochkommt im Bett, dafür aber so eine schöne große Garage hat, weil das finde ich also schon echt genial. Also wenn man so schönen Stauraum hat und Fahrräder vielleicht mitnehmen kann oder etc., ganz egal, und man nicht so viel im Wohnraum unterbringen muss, also das ist für mich eine tolle Geschichte. Und dafür könnte ich mir vorstellen, dass man da einen Kompromiss eingehen könnte. So, also das war's. Das war der Knaus Van TI MAN 640 MEG Van Station. Ich finde, das ist ein tolles Auto.
Mir hat das sehr, sehr gut gefallen. So, das war die Vorstellung. Vielleicht gefällt er euch ja auch. Sagt doch mal, wie findet ihr den? Gefällt er euch? Bis bald.